Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute möchte ich euch weiter von Röntgenstrahlung berichten. Heute schauen wir uns tatsächlich die Interaktion mit der Materie an und dafür müssen wir uns erstmal überlegen, wie kann das überhaupt stattfinden? Was messen wir denn tatsächlich auf der anderen Seite des Detektors? Und wir können das Ganze formulieren im Lambert-Beer'schen Gesetz. Und das Lambert-Beer'sche Gesetz kann man relativ einfach aufschreiben, und zwar die Intensität, die gemessen wird. I ist gleich eine Intensität I0, also die Intensität an der Röntgenröhre, und das Ganze mal E hoch minus μ x, wobei μ die Absorption im Material ist, also zum Beispiel für Knochen ist μ anders als für Wasser, und x die Pfadlänge, mit der durch dieses Material gelaufen wurde. Also 10 cm Wasser absorbieren natürlich anders als 1 cm Wasser. Nun kann man das Ganze auch ein bisschen freier formulieren, dass wir also nicht nur ein Material haben, das konstant ist, dann haben wir hier diese zweite Version, das ist dann I ist gleich I0, also die Beobachtung am Detektor ist die Intensität an der Röntgenröhre mal E hoch minus und dann das Integral über μ dx. Und hier erlauben wir quasi unterschiedliche μs, also μ ist jetzt eine Funktion, die sich über den Verlauf von x ändert, und damit können wir quasi modellieren, dass verschiedene Materialien aufeinander folgen. Und tatsächlich integrieren wir eben über diese Funktion μ und das Ergebnis wird dann entsprechend in dem Lambert-Beer'schen Gesetz verrechnet. Wäre jetzt μ konstant, dann wäre dieses Integral einfach μ mal x. Tatsächlich ist es in der echten physikalischen Messungen dann ein bisschen anders. Wir haben ja schon im letzten Video gesehen, dass unsere Röntgenstrahlung mehrere Energien umfasst und tatsächlich muss man die auch unterschiedlich berücksichtigen. Das heißt, unser I0, das wir vorhin gesehen haben, ist eigentlich ein I0 von E. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die verschiedenen Energien, und tatsächlich ist auch unser μ von E abhängig. Und wenn wir den polychromatischen, also den Mehrenergiefall, dann aufschreiben wollen, dann erreichen wir folgende Lösung. I ist gleich das Integral von 0 bis zur maximalen Energie mal I0 von der aktuellen Energie mal E hoch minus und dann das Integral über das μ von dieser Energie entlang unseres Strahls x. Also wir gehen immer noch davon aus, dass sich unsere Röntgenstrahlung idealerweise auf einem Pfad linear von der Quelle bis zu unserem Detektorpixel bewegt. Und damit bilden wir dann das Integral entlang dieser Linie. Nun schauen wir uns das μ noch ein bisschen im mehr Detail an. Tatsächlich ergibt sich μ aus 5 unterschiedlichen Absorptionseffekten. Hierbei haben wir quasi die Photoabsorption, den photoelektrischen Effekt. Wir haben die Rayleigh-Streuung, wir haben Compton-Streuung, wir haben Paarproduktion, genauso wie Interaktion des Photons mit dem Nukleus. Nun, die letzten beiden Effekte treten nur bei sehr hohen Röntgenenergien auf, und das sind tatsächlich Energien, die wir hier in der diagnostischen Bildgebung nicht verwenden. Das heißt, wir können diese zwei unter den Tisch fallen lassen und sehen uns in der Folge nur die drei relevanten Effekte an. Da gibt es zum einen den photoelektrischen Effekt, der wird quasi dadurch ausgelöst, dass wir ein Gammaquant haben, das auf ein Elektron trifft, dieses aus der Schale heraus befördert und dabei das entsprechende Material ionisiert, und das entsprechende Photon verschwindet dann vollständig und ist komplett weg. Ja, der nächste Effekt, den wir uns anschauen müssen, ist die sogenannte Compton-Streuung. Bei der Compton-Streuung wird auch ionisiert, es wird also ein Elektron aus der Schale ausgelöst, aber es wird ein neues Gammaquant erzeugt mit einer niedrigeren Energie, und dieses Gammaquant mit der niedrigeren Energie läuft dann entlang einer neuen Bahn und kann noch weitere Interaktionen begehen. Aber entlang der ursprünglichen Bahn ist es verloren. Auch hier kommt es eben durch den Streueffekt zu einer Umlenkung, so dass wir das als verlorene Energie werten müssen. Es gibt noch einen weiteren Effekt, die Rayleigh-Streuung. Auch hier wird unter Eindringen in die Schale des Atoms eine Veränderung der Richtung ausgelöst. Allerdings wird hierbei nicht ionisiert und wir können auch hier das entsprechende Photon als verloren zählen, weil es die Richtung wechselt und damit nicht mehr am entsprechenden Detektorpixel ankommt. Tatsächlich ist dieser Effekt für die diagnostische Bildgebung gar nicht so sehr relevant, weil er nur relativ selten auftaucht.
Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Absorptionseffekte aufgegliedert in verschiedenen Farben und das Ganze nach Energie aufgetragen. Wir sehen hier auf zwei logarithmischen Skalen einmal die Schwächung nach oben aufgetragen und einmal die Energie nach rechts aufgetragen, dass wir, je weiter wir nach rechts gehen, desto mehr nimmt eben der Effekt der Paarproduktion zu. Jedoch ist aber in dem Bereich, in dem wir messen, das noch gar nicht interessant, weil unsere Photonenergien ja nur von 10 Kiloelektronenvolt bis 150 Kiloelektronenvolt laufen. Paarproduktion tritt im Wesentlichen hier erst ab 1 Megaelektronenvolt auf. Wir sehen außerdem, dass diese Absorptionswerte natürlich nur für Eisen gelten. In anderen Materialien haben wir natürlich andere Kurven. Außerdem sehen wir, dass im Wesentlichen der photoelektrische Effekt und die Compton-Streuung hier eine Rolle spielen. Rayleigh-Strahlung wird mit höherer Energie immer irrelevanter und verursacht irgendwann überhaupt keine Absorption mehr. Nun sehen wir uns das nicht nur für Eisen an, sondern zum Beispiel für Blei. Dann sehen wir, dass im Blei ähnliche Effekte passieren. Die Kurven verlaufen etwas anders, aber auch hier sind insbesondere der Compton-Effekt und der photoelektrische Effekt von besonderer Relevanz. Wir sehen auch, dass hier andere K-Kanten auftreten, die schlicht und einfach mit der unterschiedlichen Konfiguration der Schalen zu tun haben, des absorbierenden Materials. Also hier sehen wir diesen Effekt sehr deutlich durch diese K-Kanten. Weiterhin können wir sehen, dass die Absorptionen generell höher liegen als bei Eisen, wenn wir mit Blei arbeiten, weil Blei eben auch eine höhere Ordnungszahl hat. Und wir können weiter sehen, dass auch bei Wasser die Kurven ähnlich verlaufen, nur dass wir hier geringere Absorption haben als in den beiden zuvor gezeigten Metallen. Natürlich auch, weil hier die Ordnungszahlen sehr viel niedriger liegen. So, was haben wir jetzt gelernt? Also wir haben gelernt, dass unsere Photonen beim Durchqueren des Körpers unterschiedliche Interaktionen eingehen. Diese Photonen interagieren mit den Hüllen der einzelnen Atome und werden dort dann mit unterschiedlichen Effekten gestreut oder absorbiert, sodass wir quasi deren Energie verlieren. Und wir sehen, dass sich diese unterschiedlichen Absorptionseffekte aufaddieren. Und ganz wichtig, jeder dieser Effekte ist energieabhängig. Das heißt, mit höherer Photonenenergie werden diese Absorptionseffekte auch weniger stark. Und wir sehen, dass höher energetische Photonen einfach weniger wahrscheinlich Interaktionen mit der Materie eingehen. Und das ist natürlich auch der Schlüssel zu den unterschiedlichen Kontrasten. Einfach dadurch bedingt, dass die Wechselwirkungen im Patienten unterschiedlich sind, abhängig von der Energie. Deswegen kann ich mit unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen auch ganz unterschiedliche Kontraste hervorrufen. Typischerweise verwendet man niedrige Beschleunigungsenergien bei kürzeren Pfadlängen und bei weicheren Materialien. Also für die Mammographie werden deutlich geringere Energien zur Erzeugung der Röntgenstrahlung eingesetzt. Wenn wir eine Ganzkörper-CT fahren, dann werden typischerweise höhere Energien eingesetzt. Dort sind zwischen, sagen wir, 90 und 140 Kilowatt durchaus im Einsatz. Dann hoffe ich, dass ihr auch diesem Video gut folgen könntet und ich freue mich schon, euch im nächsten Video dann zu zeigen, wie wir die Röntgenstrahlung dann eigentlich messen und wie wir das Rauschen in Röntgenstrahlung erklären können. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.